So Leute, den Drill habe ich jetzt nicht auf dem Video. Ich hatte selber zu tun, aber Ralf, der stolze Helmutfänger, hat jetzt einen Seelachs gefangen. Ich will mal sagen, so um die 12, 13 Kilo könnte er haben. Fleißig gedrillt. Pack den mal zu. Zum Heilbutt. Oh weia. Das sind ja wirklich zwei Kapitale in einer Kiste. Okay, Petri Heil. Jetzt geht's wieder los hier. Schön vorsichtig. Oh! Junge, Junge, da. Ja, so 3,5-4 Kilo sind schon sehr schwer. Ja, sehr schön. Petri Heil fahren. Ralf. Wunderbar. Okay. Wir haben auch gerade einen Schellfisch gelandet. Könntest du mal deinen Shelly zeigen? Gib mal. Wollen die nochmal suchen? Das ist der einzigste. Ja, dann zeig die Breitseite. Er ist nicht der größte, aber er ist der schönste. Auf jeden Fall. Ne? Gut. So viel, das war jetzt so ein bisschen ambulant und ad hoc. Tut mir leid, dass das so etwas durcheinander ist, aber so ist es hier mit altem Anhalt. Wir sind jetzt bei knapp 90 Meter und ich habe jetzt richtig den Einstieg ab. Und 200 Kammhilger dran. Eigentlich habe ich da so einen Universalvorfahrt mit drei Beifängern. Ist nicht so mein Stil. Aber da wir jetzt hier auch so Chilis erwarten, habe ich das einfach mal gemacht. 50er Seitenarme und 70er Hauptsprung. Jetzt ist richtig mal Dampf da. Vorsichtig entfernen die Haken. So, also der Parade.
hier so ein bisschen beschäftigt. Aber das sind so die Trailabs, die normalerweise zurücksetzen. Und der Nebel. Das ist richtig. Darf ich dann zum Arm runterkommen? Genau. Den Auflauf. Und gleich auf. So. Okay, Action. So eine Seelachs, ein Seelachszug aussieht. Also ihr seht hier oben 94,3 und 99,3 Meter. Hier ist die Drift und hier zieht die Seelachse in knapp 80 Meter Tiefe, ganz diszipliniert. Nur so zur Verständigung, damit ihr wisst, worüber wir reden, wenn wir hier. Was für heute? War ein schöner Angeltag, oder Kollegen? Oh, oh, kein Heil. Oh, schön. Ja, schöne Seelachs haben wir gefangen, schöne Schellfische haben wir gefangen. Auch ein paar gute Dorsche. Also. Ist scheiß Wetter, aber beim scheiß Wetter werden die Ruten krumm. Und Ralf dachte, er hätte eine Makrele drauf. Er hat eine Makrele drauf, logisch. So, und plötzlich entwickelt die Makrele doch etwa die Kräfte von 100 Makrelen. Wollen wir mal sehen, was er da für ein U-Boot rausholt. Schon mal zu sehen? Nee. Sagt man so jetzt gut Deutsch, Gesicht leicht zur Faust gebault. Nasenatmung ist nicht möglich. Ja, ja. Ja, kommt schon. Schnur wird schon schräg. Mein Gott, mein schönes Videomaterial hier vergeudet. Gar nicht mehr so viel Speicher. Ach, so groß ist er doch gar nicht, Ralf, oder? Nein. Das ist Makrele. Makrele, wirst du sehen. Naja. Ach, da ist er schon. Okay. Zwei, drei. Oh. Deshalb. Oh. Ja, deshalb volles Programm. Das, das weiß man, ist so eine richtige Schule von Seelachsen. Und alles so, so Kistenmaß von 80. Ja, einmal, hol die erstmal ins Boot rein.
zweimal. Wetter. Dreimal. Jo, drei, Petri, heil. Schauen wir noch mal kurz hierher. Du bist ja dann netzweit, weltweit vernetzt. Sorry, das ist ja Quatsch. Weltweit vernetzt, sehr gut. Netzweit verwelt. Jo, Petri, heil.